das neue Glücksrad, welches noch nie im Shop verfügbar war. Dreht auf keinen Fall an diesem Glücksrad, wenn... Oh mein Gott, Leute, es ist endlich soweit. Es gibt ein einzigartiges neues Glücksrad, an dem wir in diesem Video drehen werden. So ein Glücksrad gab es wirklich noch nie. Es ist der reinste Wahnsinn. Lasst an dieser Stelle schon mal einen fetten Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, denn ich bin mal echt gespannt, was wir aus diesem Glücksrad jetzt herausbekommen werden. Denn, Leute, das Glücksrad nennt sich einfach mal Angeber-Glücksrad. Hört sich im ersten Moment total komisch an, zumindest meiner Meinung nach. Aber im Grunde... Oh, lol, da wurde ich einfach weggetroppt. Aber im Grunde ist das Angeber-Glücksrad ein Glücksrad, welches gefüllt ist mit Emotes. Ihr habt richtig gehört. Einfach mal Emotes. Nein, was ist denn hier passiert? Was ist denn gerade hier passiert? Oh nein. So, jetzt aber hier vorbei. Denn, wie gesagt, wir können einfach nur an dem Angeber-Glücksrad Emotes ziehen. Och Gott, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich schaffe das nicht mal ins Ziel, wenn ich jetzt hier so weitermache. Ich bleibe einfach trotzdem mal am Ball, aber könnte kritisch werden. Hier sind noch ein paar Spieler runtergeflogen. Oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Ganz knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Aber ich habe es hinbekommen. Sehr, sehr schön. Angeber-Glücksrad hört sich total falsch an. Hört sich jetzt an wie ein Glücksrad, was vielleicht mit den krassesten Skins sein könnte. Aber wir können wirklich nur Emotes ziehen. Das heißt, irgendwelche Tänze, irgendwelche Sachen, die über den Kopf erscheinen. Und genau solche Sachen bekommen wir einfach mal durch das Glücksrad. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein Emote zieht, immer gleich. Also jedes Emote hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden. Kann gut sein, kann schlecht sein. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, da waren jetzt auch nicht irgendwie die oberkrassen Emotes am Start. Boah, den kriege ich jetzt einmal weg. Nein, ich wollte ihn weg! Ich wollte ihn wegboxen. Oh Gott. Ey, Mann, da habe ich ihn leider nicht erwischt. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, okay, okay. Ein bisschen ärgern muss ja auch sein. So, kann ich ihn vielleicht nochmal wegboxen? Komm. Der wird sich so aufregen, der Typ. Der wird sich so aufregen, der Typ. Falls das Ganze hier ein Zuschauer sein sollte, dann sorry dafür. Werden wir dann gleich an diesem Angeber-Glücksrad drehen. Ein Spin kostet, glaube ich, das waren um die 120 Gems. Irgendwie sowas um den Dreh war das. Also gar nicht so wenig, um ehrlich zu sein. Jetzt mal für 8 Euro Gems aufgeladen, also 1600 Gems. Ich muss ganz klar dazu sagen, ich frage mich zum Beispiel vor allem, was passiert, wenn wir ein doppeltes Emote ziehen? Bekommen wir dann Stumble-Token? Bekommen wir gar nichts? Bekommen wir Gems? Da bin ich echt gespannt drauf, weil es, wie gesagt, so ein Glücksrad noch nie in Stumble-Guys gab. So, aber Freunde, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier auf das Block-Dash-Finale. Wir sind jetzt hier mit diesem süßen Skin am Start. Haben wir uns ja im Stream gekauft zum 300. Win. Das hier könnte, wenn ich jetzt hier gewinne, der 301. Win werden. Und ja, dementsprechend streng ich mich einfach mal an. Und das sollte eigentlich möglich sein, wenn ich jetzt nicht komplett lost bin. So, dann grätsche ich mal ganz kurz hier durch. Ja, da kann man immer ganz gut durchgrätschen, damit man so eine gerade Linie bekommt hier zwischen diesen Stacheln. Damit man halt nicht von irgendwelchen anderen Spielern geschubst wird und dann vielleicht zur Seite geboostet wird. Aber man muss dazu sagen, die Spieler sind hier in der Lobby gar nicht so schlecht. Oh Gott, der eine fliegt jetzt raus. Die fliegen beide raus wegen mir, oder? Ja, beide sind rausgeflogen wegen mir. Aber der Linke scheint auch nicht so schlecht zu sein, weil der hat sogar diesen einen Boost-Trick genommen über die Stacheln. Kann man auch machen, mache ich aber nicht jetzt gerade zumindest, weil ich mir denke, bloß kein Risiko eingehen. So, der eine boostet sich auch. Oh Gott, bin ich der Letzte? Hä? Nee, okay, der eine... Okay, Captain Goldheart ist der Einzige, der hier noch übrig geblieben ist. Der macht aber alle Boost-Tricks, also der wird gar nicht so schlecht sein. Ich werde ihn jetzt auch einfach mal nicht wegboxen, weil ich glaube, dass das dann nochmal ein bisschen lustiger werden könnte. Oh Gott, der hat es... Okay, der hat es clean gemacht. Der hat es sehr, sehr clean gemacht. Boostet sich wieder hier drüber. Ich habe da immer so ein bisschen meine Bedenken, dass das Ganze hier rumbuggt. Deswegen lasse ich das meistens weg, da solche Tricks zu nutzen. Lol, aber was ist das denn für ein random Finale? Der ist ja echt gar nicht so schlecht. Okay, ich mache mal hier dieses Emote.
habe jetzt gar nicht gesehen, was der für ein Emote gemacht hat. Hier wiederholen sich gerade irgendwie nur die gleichen Sachen. Hä? Stellt euch mal vor, es würde einfach mit einem Unentschieden ausgehen. Wobei, geht das? Ich weiß es nicht. Ich meine ja eigentlich nicht, ne? Der ist echt nicht schlecht. Oh mein Gott. Okay, es wird also sehr spannend. Kein geschenkter Win hier auf jeden Fall. So, der ist aber da. Oh Gott, der ist... Doch, der boostet sich noch rüber. Er boostet sich noch rüber. Aber schafft er das auch? Ich weiß es nicht. Schafft er das auch? Nein, er hat es nicht geschafft. Let's go, Freunde. Wir haben den Win nach Hause geholt. Aber ein sehr spannendes Finale. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, let's go. Ich gehe mal in den Shop herein und wir sehen schon hier das neue Angeber-Glücksrad, welches noch nie im Shop verfügbar war. Denn Emotes im Glücksrad gab es, wie gesagt, noch nie. Was ganz, ganz Neues. Wir sehen hier mit den besten Animationen, Spottgesten und Emotes 125 Gems. Kostet ein einziger Spin hier. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach, was es hier so gibt. LOL, Cry, Dunsby, Buttshake, Fighting, Crown, Dab, Airplane, Dance, Jay. Also es sind echt viele am Start, ne? Also sehr, sehr viele. Dance K, Skull, Ripaska, Moonwalk, Dance L und Push Up. Ich würde sagen, wir drehen einfach ein... Erstmal nur einmal dran. Wir drehen einmal dran. Aber wie gesagt, mich interessiert jetzt, was passiert, wenn ich ein Duplikat im Glücksrad bekomme. Das habe ich, glaube ich, schon, oder? Habe ich schon? LOL! Selbst wenn ich die Sachen schon habe, passiert gar nichts. Das heißt, das Glücksrad ist schon wirklich krass. Wir sehen, ich habe nämlich schon echt viele Emotes. Mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. Auch bei Animationen habe ich größtenteils schon alle. Die, die hier sind, habe ich meistens nicht gekauft bekommen wegen irgendwelchen Bugs. Zum Beispiel Ägypten, dieser ägyptische Tanz. Okay, das ist interessant. Das heißt, ich kann jetzt hier vielleicht damit ausgehen, dass ich nur Duplikate habe. Das heißt, 8 Euro verschwende und nichts Neues bekomme. Das habe ich... Okay, da war ich jetzt... Das weiß ich nicht, ob ich das habe. Das Lachen-Emote habe ich. Plank habe ich besser gesagt auch. Das heißt, wir werden in diesem Glücksrad auch kein bisschen entschädigt. Das habe ich auch. Wenn wir Duplikate bekommen. Das heißt, wir sollten dieses Glücksrad auf jeden Fall nur mit Vorsicht genießen. Ihr müsst euch hier sicher sein. Wenn ihr hier an diesem Glücksrad zieht oder dreht, dann kann es sein, dass ihr einfach... Geld verschwendet, dann müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Deswegen mache ich auch dieses Video, um das Ganze so ein bisschen aufzuklären. Also das sind sehr, sehr viele Duplikate, die ich gerade bekomme. Wenn nicht sogar, ich glaube, nur Duplikate, die ich hier gerade bekomme. Weil ich habe, wie gesagt, schon eigentlich so gut wie alle Emotes. Das müsste jetzt, glaube ich, der letzte sein. Und ja, also wir sehen, wir haben jetzt hier zwar super viele bekommen, hier steht aber nicht irgendwie Duplikat. Wir haben aber gerade gesehen, zum Beispiel Depp hatte ich oder alleine hier, wir sehen es, ich habe zweimal Shoulder Brush gezogen. Also, dass wir nicht wenigstens hier eine Stumble Token oder Gems Entschädigung bekommen, das ist schon irgendwie ein bisschen asozial. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein. Deshalb dreht auf keinen Fall an diesem Glücksrad, wenn ihr nicht eingehen wollt, dass ihr ja vielleicht euer Geld wegschmeißt. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal so stehen. Ich habe jetzt hier knapp 1250 Gems verballert und wir sehen nach wie vor. Doch einen habe ich neu. Eins habe ich neu. Ein oder zwei Emotes habe ich neu. Bei Animation nichts Neues. Bei Fußabdrücken auch nichts Neues. Naja, so ist das Ganze. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Seid vorsichtig beim Glücksrad. Like und Abo nicht vergessen für weitere coole Videos. Bis dann. Ciao.